So, da sind wir wieder. Frisch vom Schweineschlachtteam, bla bla bla. Schweine killen. So. Da gibt es halt diese entsprechenden Level- bzw. Erfahrungspunkte. Die kriegt man, wenn man irgendwelche Tiere oder Monster tötet. Das hat den Sinn, wenn man später einen Brauchstand hat, wo man zum Beispiel verzauberte Werkzeuge sich aneignet, dass man die mit Leveln verzaubern kann und die dadurch eine bessere Kraft haben, Ausdauer. So, wo komme ich jetzt eigentlich weg? Und da kam ich, genau. Fast verlaufen. Da ist auch noch eine Höhle. Das ist gut, wenn wir mal Eisen brauchen. Oh, Kohle ist da. Kohle ist immer gut. Kohle ist des Menschen Freundes. Ich sehe gerade, dass ich fast abkacke, weil ich die ganze Zeit so schnell laufe. Das ist eigentlich nicht gut. Holz habe ich geholt, ja, habe ich. Kohle haben wir auch schon. Dann machen wir noch mal ein paar Stickies. Und dann machen wir den ein paar Fackeln. Und leuchten unsere Bude hier mal aus. Damit uns hier nachher. Oh, ich sehe schon, es wird nachts keine Viecher überraschen. So, ich sehe gerade, die Folge ist gleich wieder rum. Darum sage ich schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal.